Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Subsistence mit mir, den Karbin. Wir starten nochmal kurz in der Nacht. Ich werde aber wieder einen Cut setzen, aber ich wollte zeigen, wir haben das nächste Problem. Direkt vor unserer Haustür ist die nächste Base. Das ist doch nicht euer Ernst. Wir werden hier umsingelt, oder was ist hier los? Das ist wirklich kurz um die Ecke hier. Und jetzt sind es wir. Jetzt sind zwei Dudes. Das ist nicht gut. Direkt vor Haus. In der Haus. Alter, das ist kacke, ist das da. Ich kann die quasi von hier beschießen. Wenn ich das wollte. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal aufpassen, wenn ich an Wasser rangehe. Weil wie gesagt, das ist nicht bloß... Ist das jetzt einer oder sind es zwei? Ich muss nochmal runter hingucken. Sehe ich nur ein Knicklicht oder sehe ich zwei? Aber so nicht aussehen tut. Ich kann das nicht einschätzen. Und wenn ich die jetzt nämlich angreife und das nicht. Und das nächste Knicklicht. Ich krieg eine Krise. Ich sehe bloß die Knicklichter. Nee, das ist einer. Da ist einer und da hinten ist auch einer. Das sind zwei. Scheiße. Ich hab das gerade gesehen. Der ist gerade an denen. Genau. Da seht ihr. Der hat sich jetzt hingehockt. Und da hinten läuft auch einer rum. Also wir haben direkt vor unser Haus. Vor der Haus. vor unsere Hütte. Gleich ein Camp. Mit zwei. Das heißt, wir brauchen wirklich die nächste bessere Waffen. Das ganz, ganz schnell. Und das Ding muss auch fertig werden. Ich könnte die teilweise anschießen, denn das Problem will er hier hochzukommen. shit. Ich hab das mir so gut ausgemalt. Gut, aber wie gesagt, wenn ich den platt mache, sind die doch weg, ne? Also ich geh mal davon aus, sobald du ihn besiegt hast, ist er weg. Andere Problem wäre dann eben halt, du besiegst sie nicht und dann kommst du zu dir. Das ist dann natürlich auch nicht so gut. Gut, ich würde mal einen kurzen Cut setzen, bis es wieder hell ist und dann machen wir uns einen Kopf, dass wir hier weiterbauen. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. So wie es aussehen tut, ist die Nacht gleich vorbei. Da vorne ist eine Kiste, die werden wir uns mal gönnen. Also, ich habe jetzt nur mal so Revue passieren lassen. Also, wir haben in unserer nicht dichten Umgebung drei Hunter. Also quasi, wir haben hier ihn, wir haben da oben ihn und da hinten ihn. Wie viele Pech muss man haben? Gut, das ist jetzt nicht gut, aber das bringt uns halt jetzt nicht weiter. ich brauche mehr Base-Teile. Ich würde mal sagen, wir besorgen uns ein bisschen Holz. Alter, wie soll ich denn das machen? Vor allen Dingen, was ich mir jetzt frage, wo ist dieser Kackbär? Der ist uns da hinten die ganze Zeit auf den Sack gegangen. Jetzt, wo ich ihn brauche, ist er nicht mehr da. Der ist nämlich genau da gewesen, wo die jetzt sind. Scheißendreck. Ich sage es euch. Kein Verlass mit dem Viehzeug. Wie gesagt, also die können jetzt auch hier jagen und angeln. Und ist ein Bandit. Ich glaube, das ist ein Bandit, das ist nämlich... Der hat nämlich keine Klamotten an. Ich hab ihn gesehen. Von wegen. So. Das heißt, ich brauche eine Knarre. Marianne, schnell. Kabin, das ist das Gegenteil von schnell. Und Munition. Ich sehe, die kommen schon mal nicht. Hä? Hä? Haben die das doch hier hoch geschafft? Ich sehe den nicht. Da ist er. Also, sie kommen schon mal nicht hoch.
Wie gesagt, ich bin der beste Schütze der Welt. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Ach, jetzt ist er da. Alter, ich hasse das, wenn es zwei sind. Alter, der war so gut. Ich hätte ihn eben gerade treffen können. Ich hab ihn mal getroffen. So, er wird sich auch gleich wieder dahin bewegen. Bandagen. Karpin ist ein bisschen mit der Situation un... Na komm. Du willst da nochmal hin? Ich will dich immer treffen. Ich brauch bloß da warten. Die werden schon kommen. Ich hab den vielleicht drauf. Nee. Das ist ja einfach. Also bis jetzt. Warum haben die so viele Munition? So, der ist weg. Ja, die haben immer so einen festen Punkt. Ich gebe zu, ich habe einen kleinen Flattermann. Der ist gerade näher. Alter, wo schieße ich denn hin? Den kriegen wir schon. So, der ist auch weg. Oh, Alter. Ihr Kackasse. Na gut, viele haben sie nicht gehabt. Sind die jetzt weg? Also, base-technischerweise? Oder muss ich da irgendwas machen? Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Vor allen Dingen, wo ist dieser Kackbär hin? Ja, vor allen Dingen, Alter, die sind genau hier, weißt du? Kacke, Drecke. Haha, angebrannt. Das nehme ich mit. Hab dann nicht verdient. Sag mal, kann ich das jetzt hier kaputt machen? Jo, kann ich, aber... ist Blödsinn. Kann ich das so? Nee, kaputt machen kann ich das nicht. Ich kann das bloß hier so zerstören. Ja, das ist kacke. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Startpunkt für die ist. Oder nicht. Alter, das hat schon wieder Munition gekostet ohne Ende. Wie gesagt, ich bin in sowas nicht gut. Schießen und Bewegung? Vielleicht liegt es daran, weil keine Zombies sind. Ich sollte mir vorstellen, dass sie Zombies sind. Ja, könnt ihr mal ja mal beantworten, ob die jetzt weg sind oder ob das jetzt eine Fehde ist. Weil irgendwas wurde angezeigt und ich habe nicht drauf geachtet, was. Das sind also Banditen. Penner. Naja, also schnell Material sammeln und dann Base vergrößern und verbessern. Aber das funktioniert schon mal, die können nicht hoch. Das ist gut. Alter, weiter. Alter, das sind zwei Banditen, Alter, noch nicht mal großartig an Waffen, Alter, und ich bin schon wieder... dabei getroffen und dann so wenig Schaden? Also ich meine, gut. Das ist genau mein Plan gewesen. Ich muss jetzt, wie gesagt, aufpassen. Wie gesagt, das andere Feuer ist ja da oben, die spawnt. Das kann sein, dass sie jetzt weg sind. Ich hoffe es. Wir werden sehen. Unser erster Angriff, Alter. Und ich hab das überlebt. Wie ist denn das passiert? Ja,
jetzt wäre eine halbe, ich wäre runtergerannt, ich hätte die so fertig gemacht. Hey, die sind tot. Das ist das Einzige, was zählt. Und dass unsere Base da oben sicher ist. Lass sie da rumballern. Das Einzige, was mir stören tut, ist, dass die unendliche Munition wahrscheinlich haben. So wie das aussah. Finde ich nicht so gut. Aber hey. Kann es sein, dass sie deswegen, dass die Tiere alle despawned sind, weil die da gebaut haben? Weil, wie gesagt, der Bär ist weg. Der ist weg. Pass auf. Und der hat jetzt so da drüben angerufen. Ey, wir haben gerade ihn auf den Sack gekriegt. Hier, geh mal vorbei. Mach den mal weg. Gut. Aber wir sehen, also das wird jetzt langsam wichtig, dass wir eben halt unsere Base, wie gesagt, aufbauen. Mit den ganzen Schiebel hinbauen, die wir brauchen für bessere Waffen. Wie gesagt, wir können ja unsere Waffe auch noch verbessern, ne? Und dafür brauchen wir die Werkbank. Ja, ja, ja. Was ist denn das halt so, weil ich das Spiel spielen wollte? Na gut, wir hätten uns auch da oben erstmal hinsetzen können. Wegen die Blutung. Ich glaube, weil die geht ja nicht durchgehend. Also, du stirbst nicht an der Blutung. Es sei, du hast so wenig Lebensenergie, dass du daran stirbst. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das wäre sonst ein Problem geworden. Also, ich hoffe, dass sie wirklich weg sind. Weil jedes Mal dasselbe, das könnte irgendwann mal auf der Munition drücken. Ich habe jetzt nur noch nichts mehr. Von 17 oder 14 Schuss. Bloß Lauf. Okay, ich habe auch 20.000 Mal daneben geschossen. Das ist das nächste Ding. Aber ich habe gedacht, die bleiben da hinten. Penner. Sind jetzt weg. Die Tiere sind ja auch da. Ich sehe auch das Feuer nicht mehr. Nee, das Feuer ist weg. Das ist despawned. Sie sind weg. Die können nichts. Die Penner. Ich hoffe auch, dass die wegbleiben. Da hinten können sie, da ist hier noch Platz. Müssen nie vor unser Haus, die spinnen wohl. Wie gesagt, das ist so, nicht so, also bauen kannst du machen, drück mir das in die Hand, ich mach das. Dann kann ich mir die ganze Zeit mit beschäftigen. Aber rumballern, okay, ihr seid zum Zombies. Keine Ahnung, bei 7 Days kein Problem, weißt du, da räuchere ich dir ein ganzes Nest aus. Naja. So, was haben wir jetzt am Bretter? Oha. Ja, das könnte eine Weile dauern, bis das fertig ist. Aber wir haben erstmal mal genug da. Das ist doch schon mal schön. Ja, da bin ich stolz, dass sie passen tut. Dass sie da nicht hoch können. Die nicht können. Also zum Glück haben die keine vernünftigen Wumm gehabt. Wie gesagt, das geht auch anders. Also der da hinten, glaube ich, der ist schon besser bewaffnet. Aber ich glaube, das ist so bloß ein Jäger. Ich weiß es nicht genau. Oder sind das Jäger und das Banditen? Ich weiß es nicht. Bitte nicht schlagen. So, hier soll denn die Tür hin. Dann kommt da, würde ich mal sagen, das nächste Fenster. Und da kommt auch nochmal ein Fenster hin. Ich glaube, das ist so richtig. Ruschmeitsch, was habe ich mir eingelassen? Dafür ist er zu spät, Karin. Alter, ist schon geile Aussicht. Stimme, kommen Sie bitte wieder.
wenn sie nicht vorhanden sind. So, sag mal, wie sieht's denn jetzt aus? Kann ich denn jetzt schon... Wie sieht's denn aus, speichertechnischerweise? Ah, geht doch. Können wir das schon mal... anschalten? Dann lasse ich jetzt Strom voll werden und dann... Masse. Genau. Dann bauen wir das unter den Tisch. Dann bauen wir hier draußen weiter, dass wir die Beete hinstellen können. Oh, ich glaube, so geht das. So kriegen wir das hin. Was haben wir jetzt? Juli. Zum Einpflanzen ist es wahrscheinlich schon zu spät, wa? Ich glaube, ich habe nämlich hoch Zeiten, die du einhalten musst wegen Pflanzen. Steht das irgendwie damit bei, wann du die pflanzen musst? Nicht wirklich. Aber du kannst ja auch ein Gewächshaus bauen. Ich hab da Dinge im Kopf. Schon wieder. Oh Gott. So. Shit. Zeig mir jetzt auch an. Hey, mir jetzt mal. Klima. So, das schmeiß ich hier hinten hin. Also, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass die nicht bis hier oben hin schießen. What schießt? So. Genau, jetzt haben wir nämlich 1000 hier. 1000. So, das dauert hier noch ein bisschen. Kriegen wir aber auch hin. So, Elektroteile hatten wir ja neu gehabt. Ich würde mal sagen, ich mache mal kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ungefähr mit dem Strom fertig ist, dass wir den Speicher halt bauen können. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, bis gleich. Ah, da hinten ist eine Kiste. Das ist schon mal gut. Das war natürlich eine gute Idee. So, komme ich jetzt an die Kiste ran? Drei Kisten! Yay. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwelche Jäger auftauchen. Und deswegen so viele Kisten da sind. Was? Hab ich. Gut, ich gehe den anderen Weg. Alter, da steht der Kackbär, der Scheißwolf erstmal vor uns. Tada. So, na gut, dann haben wir das erstmal soweit fertig. Alter, weiter. Der muss auch weg. Muss alle weg. Im Prinzip brauchst du so oder so vielleicht. Pfeile technischerweise müssen so ja hinhauen. Mutig bis zum Geht nicht mehr. So. Und nee, das ist falsch nochmal. Tada! Tot ist ja der böse Wolf. Die anderen Pfeile, die ich jetzt verschossen habe, die finde ich wahrscheinlich nicht wieder. Das war mir aber wert. So. Toll, wo sind die jetzt hin? Wäsch. Das wäre geil, wenn die Pfeile ein bisschen um... Ah, da ist einer. So ein bisschen umrandet wären. Dass man sie schneller findet. Wäre cool. Oder so eine Taste, so, wo du drücken tust, wo sie dann ihnen angezeigt werden. Das wäre auch nicht schlecht.
So, gut, also, Masse ist fast da. Also, Strom ist da, Masse fast. Ich muss bloß passen, dass ich nicht zu schnell das mache. Ui, der zieht ja schon ab. In der Zwischenzeit habe ich auch noch ein Wolfi-Kit. Total mutig. ist ein anderes Ding. Ja, ich hatte nämlich hintereinander drei Kisten. Hintereinander. Das war schon mal nicht schlecht. Habe ich mir gedacht, gönnst du dir erstmal. Und dann stand auf einmal ein Wolf vor uns. Das war dann nicht so geplant. Aber das ist ein anderes Ding. So, dann haben wir das hoch fertig. Erstmal so weit. Nee, das ist falsch. Braucht die 8. Genau, hier kommt nämlich nochmal eine Tür hin. Richtung Garten. So ist der Plan. Und da kommt dann nochmal ein Dach. Und dann kommt oben die Spitze hoch. Wenn ich jetzt schaffe, das hier hinzuzimmern, hätte das so. Gut. Ich glaube, so ist es richtig. Genau so. Unsere Leber. Zwischen Leber und Mensch. Ach du Scheiße, das ist ja neu. Gut, versuchen wir es nochmal. Entzünde das Feuer. So, ist. Gut, was sagt hier? Was ist hier los? Ah, fast. So, warte mal, ich muss mal kurz den Masse-Dings hier aus. Nee, ich lasse erstmal das drin laufen und dann später lasse ich das da. Schalte ich das aus. So. Ich brauche ja 100. 100. Naja, es dauert so lange, wie es dauert, wa? Machst du erstmal nichts. So, das brauche ich später. So, durch die ganze Dämse muss ich natürlich auch mehr trinken. Ich habe ja nicht mehr, kein Holz, nicht. Die Nähe sind alle aufgebraucht gewesen. Naja. Gut, ich muss nachher kicken. Ich habe da so eine Idee, sag mal, kann ich nicht auch dachtechnischerweise auch so eine Platte oben ranhängen? Ich habe da nämlich so eine Idee, dann werde ich mir nämlich nicht oben so ein Dach hinsetzen, sowas hier, sondern so eine Platte. Wo ist da sowas? Genau sowas. Dann könnte ich nämlich rein theoretisch Städte hier, warte mal, ich baue das mal kurz ab. Müsste eigentlich funktionieren. Aber irgendwie baut er das gerade nicht ab. Doch, jetzt. Dann könnte ich das hier vorne ransetzen und später dann immer auf Dach aufkrauchen. Nee, das passt nicht. Das geht ja nicht hoch genug. Das geht nicht. Schade. Hätte ja funktionieren können. Fahrradkette gewesen. Gut, ich habe gerade hier gekickt in die Leber. Wie viele die gebracht hat. Aber ich kann ja auch. Ist jetzt nicht schön, aber erstmal reicht es. Und das Ding ist dann nie so nutzlos. Ach, das ist Blödsinn. Ich werde das entsorgen. Das bringt uns ja nichts. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Material wieder. Gut, dann ist es eben halt so, wie gesagt. Ich brauche das Ding nicht nur, dass es da ist. So. Gut, ich habe gerade gehört, Strom ist aus. Ein Teil. Ach so, deswegen. Er hat sich gerade deaktiviert hier, ne? Genau. Jetzt wird nämlich Strom produziert und dann können wir nämlich das Ding bauen. So, dich mache ich wieder aus, weil Natur und so, ein bisschen sparen. Das dauert hier noch ein bisschen. Können wir wieder ein bisschen Holz besorgen. Naja, haben wir ja fast heute eine gute Folge gehabt. Also zwei gekillt. Volle Möhre. Sag mal. Dann haben wir hier ein bisschen gebaut. Fast fertig. Blöd.
shit, ich habe jetzt die Zeit angehalten gehabt. Wir stehen jetzt bei 17 Minuten. Ich weiß nicht, ob es original Zeit ist. Warum stelle ich mir eigentlich eine Uhr? Das ist doch voll der Mucks hier. So, dich habe ich. Das sind Federn. Die muss er bald lassen. Haha. Je größer, da sind vielleicht Nägel drin. Das wäre schon mal gut. Könnt ihr mich jetzt ja ganz gut gebrauchen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir hier noch nie hatten. Ach, das ist ja gar nicht schlecht, das ist ja. Und jetzt, alles weg. Alles weg. Naja. So, warte mal. Hast du ein Schwein? Du hast... Eigentlich nicht. Wollte gerade sagen. Du bist des Todes, Muckerhase. Tut mir leid. Aber du wirst gebraucht. Aber ich sollte ein paar Sticks herstellen, ne? Na, er läuft ja schon in unsere Richtung. Richtung Herd. Ja, schneller. Da ist der Ofen. Schnell. Stück runter. Der Kruzifix. Genau in dem Moment, wenn ich schieße, bewegt er sich. Ja, warte mal. Das letzte Wort ist noch nie gesprochen. Jetzt ja schon. Der Pfeil ist kaputt. Da wächst zu weit nach vorne gezielt. Warte, die Nacht ist schon wieder. Der Tag ist schon wieder vorbei? Wo ist denn die Zeit hin? Ja, ich habe hier ein bisschen rumgebaut und ein bisschen gewartet und ein bisschen gemacht. Aber hallo? Also, wie gesagt, zeittechnischerweise könnte sein, dass wir heute wieder eine kleine Überfolge haben. Längenmäßig, aber ganz genau weiß ich nicht. Wahrscheinlich mal bloß 27 Minuten. Ich muss gucken. Wie gesagt, ich habe das pausiert. Ich wollte ja nicht zeitmäßig bescheißen. Und jetzt habe ich mich wahrscheinlich beschissen. Naja. War ja produktiv. Das war ja nicht nutzlos. Also als sonst. Hey, das ist ja schon fertig. Kann ja ausgemacht werden. Ich mach mal kurz aus. Dann mache ich mal hier den Speicher. Wir haben das geschafft, was wir machen wollten. Wir haben die Speicher gebaut. Wir haben hier ringsherum Wände gezogen. Dach fehlt noch ein bisschen. Dann haben wir das hier auch fertig. Dann machen wir in der nächsten Folge eine Werkbank. Kicken, was wir für die Verstärkung der Waffen brauchen. Ich glaube, da brauche ich eine Schmelze, weil ich brauche da, glaube ich, nämlich Metallsplitter. Ohne das können wir nämlich nichts verbessern und das kostet. Die Schmelze könnte ich so ja als nächste bauen. Da brauche ich nicht mehr Masse. Und mehr Strom. Aber hier brauche ich mehr Masse und Strom. Aber das haben wir schon fertig. Das kriegen wir hin. Habe ich schon mal im Voraus besorgt. Einen Ofen könnten wir dann auch machen. Dann können wir vernünftig Essen machen. Ja, ja. Ihr seht, es geht voran. Langsam, aber sicher. Naja, sicher ist nicht so ganz sicher. Ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Naja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Du durfst weiterleben. Ist das schön, wenn diese hier gar nicht wären. Naja. Also, haltet die Ohren steif, ich bin dann erstmal raus. Tschüss.